Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Morgans Jakob von den Frakta. Und ich bin in Always Sometimes Monsters. Ein weiteres Spiel, von dem ich keine Ahnung habe, was ist, von dem ich mich auch nicht informiert habe. Das aber in einem Bundle war, das ich mir gekauft habe. Und da bin ich jetzt mal ganz fasziniert und guck mir das mal an. So. Mit der Tastatur wird gesteuert, okay. Okay, interessant. Es geht also offensichtlich um den Killer. Okay, vielleicht gehen wir jetzt echt besser zurück. Okay, ich kann gar nicht zurückgehen. Okay, dann gehen wir mal weiter.
Ich möchte ein Spiel spielen. Naja, ja, wir hören zu. Also auf jeden Fall von der Grafik ist es so ein klassisches 8-Bit-Pixel-Spiel irgendwie. Irgendwie erwarte ich die ganze Zeit, dass ich aus dem Haus rausgehe und pflanze irgendwelche Rüben und ernte dann wieder. Bei der Grafik. Hahaha, typisch V. Okay, das ist eine absolute Säuferparty. Und die Musik macht mich wahnsinnig. Aber ich kann sie nicht abschalten. Alter Schwedi. Bin mal gespannt, ob wir alle Suffarten durchbekommen. Also bis jetzt bin ich, habe ich kein, also finde ich das Spiel extrem schräg.
Es geht um irgendwie einen Killer und um irgendwie einen Typ, der ist mit der Knarre bedroht und dann geht es irgendwie nur noch um Suff. Also an sich finde ich das eine coole Sache. Gibt schlechtere Storys. Jawohl, nochmal Wodka. Oh, der hat mehr Wodka schon? Na ja gut, bei Whisky haben wir jetzt schon drei Sachen. Wir haben irischen Whisky, wir haben amerikanischen Bourbon und wir haben jetzt eben Scotch aus, eben Whisky aus Schottland. Oh, nochmal Brandy. Also nicht nochmal, sondern auch jetzt noch Brandy, okay. So, jetzt haben wir mit allen geredet. Okay, ich habe jetzt keine Ahnung, was das Spiel von mir eigentlich will. Aber wenn ich mich jetzt scheinbar entscheiden soll, was für ein Gesöff ich haben will, dann würde ich wahrscheinlich Bier nehmen, weil davon wird man nicht so voll. Oh Mann, die ist zum Poppen mitgekommen. Toll. Bier oder Absinth? Absinth ist halt natürlich ein großartiger Abriss. Tequila ist ein tolles Partygesöff. Und Bier ist halt, macht einen nicht zur Knülle. Ich nehm's Bier. Jetzt soll ich mit dem weiter rumlaufen und mit Leuten reden oder was? Also das ist ein sehr seltsames Spiel, muss ich sagen. Okay, der kann rausgehen, sein Bier holen, oder was? Also, hier sind noch irgendwelche Leute.
What the fuck? War das jetzt alles Intro? Oder... Hä? Weltherrschaft. Das ist sehr schräg, das Spiel, möchte ich feststellen. Okay, jetzt haben wir wieder irgendeinen anderen Typ da. Ah, da ist der wieder. Alter, wie wär's mal mit Wohnung aufräumen?
Also irgendwie warte ich nur noch so ein bisschen drauf, wann das ein Spiel wird. Okay, also ich würde sagen, das ist ein Adventure, so ein bisschen Lebensadventure irgendwie, etwas schräge. Und das scheint so zu sein, dass man wirklich auf dieser Party halt raussucht, wen man spielt. Und dann spielt man eben diesen Charakter und seine Story. Das heißt, es gibt ganz viele Geschichten in diesem Spiel, die da erzählt werden. Mich spricht halt die Grafik nicht an. Mir ist das, auf der einen Seite ist das so ein bisschen Asia, auf der anderen Seite so 8-Bit-Pixel. Ja, und Waschbär. Na, mit dem kann man nicht interagieren, agieren mit dem Waschbär. Okay, die steht da für einen Club an, man soll ihr Drogen organisieren. Also schon faszinierendes Spiel. aber ich denke, es reicht eigentlich für ein Fractal Games Archiv, um das Spiel vorzustellen. Okay, das ist Always Sometimes Monster. Ist ja mein Steam-Account drin. Ich kann mir das bei Gelegenheit mal angucken, wenn einer von euch sagt, so, oh, das ist voll krass, das musst du unbedingt weiterspielen, das geht voll ab. Im Moment. Ah, der ist ja auch Gasleck. Okay, ja. Also da kann man im Moment nicht aus dem Viertel raus. Aber meins ist es jetzt im Moment nicht unbedingt. Ich finde es faszinierend gemacht. Die Grafik spricht mich jetzt nicht unbedingt an, aber Grafik ist nicht immer alles, ja. Wenn die Story cool ist. Aber im Moment weiß ich nicht recht. Ja? Also gut. Wir können uns hier möglicherweise wiedersehen. Ansonsten sehen wir uns gleich im nächsten Spiel. Bis dahin, ich wünsche euch was. Macht's gut.